Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 48, Schlittenhundetrainingslager 2015. Hallihallo, liebe Individualisten, und herzlich willkommen zur Folge 48. Und hier ist wie immer der Chris. Und ich bin jetzt gerade mitten in den Vorbereitungen für unser alljährliches Trainingslager mit den Schlittenhunden im schönen Rohr im Gebirge. Habe jetzt schon mal so das Wichtigste von meiner Ausrüstung zusammengestellt. Dazu gibt es auch ein kurzes Video, das ich in Vorbereitung habe und das ich dann noch entsprechend auf meinem YouTube-Kanal dann online stellen werde. Ich werde euch das natürlich dann auch in den Shownotes noch verlinken. So einen groben Überblick kann ich euch aber schon mal geben. Ist natürlich mit Rucksack, warmes Gewand, Fotoausrüstung natürlich, GPS, Erste-Hilfe-Paket, Stirnlampe, Kochutensilien natürlich ganz wichtig, Stromversorgung und so weiter. Also alles, was ich so im Laufe dieser 6 Tage brauche. Also wir fahren ja Dienstag in der Früh geht's los. Jetzt heute ist Sonntag, der 30. August. 2015. Dienstag geht's dann los und da ist dann Aufbauen angesagt und dann von Mittwoch bis Sonntag entsprechend Trainingslager. Ja, ich werde in der Zwischenzeit mal so ein bisschen dieses ganze Zeug zusammenpacken und möchte euch aber bei der Gelegenheit mal so ein bisschen erzählen, was die letzte Zeit so passiert ist. Ich habe es euch ja in der letzten Folge, hatte ich es schon ein bisschen angekündigt, dass ich wieder einiges mache. Wir waren ja auf dem Schneeberg unterwegs, auch mit den Schlittenhunden. Und auch am Campingwochenende im Burgenland. Ich habe jetzt davon keine eigenen Folgen gemacht, aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite zum Camp, also zum Campingwochenende, gab es ja schon mal eine Folge ganz am Anfang. Es war ja eine der ersten Folgen noch und dementsprechend will ich da jetzt eigentlich nicht euch irgendwie langweilen mit doppelt Content, weil so viel was Neues gibt es dort nicht. Am Schneeberg war es dann so, dass die Tour ziemlich anstrengend war. Es hat auch ziemlich viel geregnet und dementsprechend habe ich dann auch nicht wirklich viel elektronische Ausrüstung, sprich Smartphone und Kamera und so draußen gehabt. Und wir waren auch nur zu dritt unterwegs. Dementsprechend hat sich auch das irgendwie das nicht wirklich ergeben, dass wir die Gruppe aufgeteilt hätten. Und ja, es war dann einfach speziell beim Runtergehen ziemlich anstrengend. Ich habe mir doch ein bisschen dann mein Knie noch beleidigt. Ist also auch definitiv eine Strecke, die ich euch jetzt so in der Form, wie wir sie gegangen sind, nicht unbedingt empfehlen würde. Da würde ich eher eine andere Streckenführung machen. Und nachdem das Wetter auch nicht so toll war und das alles ziemlich anstrengend war, gab es dann eben keine Folge dazu. Es war zwar grundsätzlich schon eine coole Tour mit inklusive Gipfeln und so weiter, aber es war dann doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr anstrengend und es waren jetzt nicht wirklich die besten Wege, also muss man ganz klar sagen. Speziell dann runter, der Zahnradbahnweg runter ist ziemlich heftig, sehr steil, geht über ungefähr 7 Kilometer, überwindet man insgesamt ja irgendwas bei, oh, was sind das, 800, 900 Höhenmeter? Irgendwas in der, na mehr sogar, ich glaube sogar über 1000 Höhenmeter, egal. Ist auf jeden Fall ziemlich brutal, was das angeht von der Steigung her. Und der Großteil davon ist eine schlecht befestigte Schotterpiste, wo es wirklich schlecht zum Gehen ist, weil man einfach ständig rutscht und ständig am Bremsen ist. Und es ist nicht wirklich schön zum Gehen, zumindest nicht bergab. Bergauf kann ich es jetzt nicht sagen. Vielleicht hätte man die Tour auch umdrehen müssen. Aber ja, jedenfalls gab es dann dazu keine eigene Folge, weil ich glaube, das wäre nicht so spannend und interessant für euch dann geworden. Aber nichtsdestotrotz
wollte ich euch ein bisschen was drüber erzählen. Dementsprechend, ja, habe ich da jetzt mal die Gelegenheit genutzt, während ich da diese ganzen Sachen zusammenpacke. Und wollte euch da einfach ein bisschen was erzählen, was sich so getan hat, um euch einfach auch so ein bisschen ein Update wiederzugeben. Weil, ja, ihr sollt natürlich informiert bleiben, was ich so treibe die ganze Zeit. Und dementsprechend nutze ich einfach die Gelegenheit. Gut, das war jetzt mal so im Großen und Ganzen, was sich so in der letzten Zeit getan hat. Wie gesagt, jetzt bin ich beim Packen fürs Trainingslager, was dann am Dienstag startet. Und da wird es dann auch dementsprechend wieder Fotos geben, die ich dann hier zu dieser Podcast-Folge noch dazuhängen werde. Ich sage aber gleich dazu, es wird jetzt keine ausufernde Podcast-Folge werden. Das heißt, ich werde jetzt nicht übermäßig ausführlich von dem Camp berichten, sondern werde versuchen, so zwischendurch ein paar Impressionen vielleicht einzufangen. Vielleicht gibt es dann das eine oder andere kleine Ausrüstungsvideo. Mal schauen, was sich ergibt. Das werden wir dann sehen. Und ja, es wird auf jeden Fall jetzt nicht so ein großer Bericht über das Trainingslager selber werden, sondern halt eher ja, ein bisschen zur Ausrüstung vielleicht. Und ja, werden wir schauen, was sich dann sonst noch so ergibt im Laufe der Zeit. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen weiterpacken und werde mich dann entsprechend noch später wieder bei euch melden. So, da wäre ich wieder. Es ist jetzt mittlerweile Sonntag, der 6. September. Es ist jetzt kurz vor 8 Uhr in der Früh. Es hat ungefähr 9 Grad, ein bisschen Wind. Es hat also über die letzten Tage ganz gewaltig abgekühlt. Wenn man bedenkt, dass wir Anfang der Woche noch knappe 30 Grad hatten. Und ja, ich wollte jetzt die Gelegenheit nutzen, habe mich nochmal alleine auf den Weg gemacht, auf die Marienhöhe. Dahin bin ich jetzt gerade unterwegs. Wollte einerseits nochmal ein bisschen für mich alleine da die Natur genießen, die hier in Rohr wirklich einmalig schön ist. Und wollte auch die Gelegenheit nutzen, euch nochmal ein bisschen zu berichten, was sich so getan hat in den letzten Tagen. Das Camp ist ja insgesamt sehr gut verlaufen, ohne wirklich gröberen Vorkommnisse. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Wir haben auch einen neuen Rennmodus ausprobiert. Das heißt, wir haben diesmal nicht klassisch die absolute Laufzeit gewertet, wie das normalerweise üblich ist, und quasi der schnellste gewinnt, sondern wir haben uns ein bisschen Anleihe genommen bei den Oldtimer Rallies. Die Idee kam von einem unserer Mitglieder. Und das funktioniert im Prinzip so, dass wir
zwei Läufe gemacht haben, einen am Freitag und einen am Samstag. Und gewertet wurde nicht die Laufzeit an sich, sondern die Zeitdifferenz der beiden Laufzeiten vom ersten und vom zweiten Tag. Das heißt, je gleichmäßiger man mit seinem Team unterwegs war, je konstanter man also fahren kann und so weiter, desto besser die Platzierung. Das war die Idee dahinter. Hatte dann auch noch den großen Vorteil, dass man damit natürlich allen Teilnehmern ermöglicht, mitzumachen und jetzt nicht nur die, die halt normalerweise an den klassischen Rennen fahren, sondern halt auch denen, die schon ältere Hunde haben oder die auch selber schon älter sind. Und wir haben es zum ersten Mal geschafft, glaube ich, dass wir wirklich praktisch alle Personen, die am Camp waren, auch mehr oder weniger an diesem Rennen teilgenommen haben. Zumindest die, die Freitag und oder Samstag da waren. Und das muss ich sagen, war schon mal einer der Punkte, der mich persönlich ganz sehr gefreut hat, dass man eben auch denen, die normalerweise an einem Rennen nicht mehr teilnehmen können oder wollen, durch diesen Modus ermöglicht hat, eben auch teilzunehmen, weil der große Vorteil ist, jeder kann sich damit seine Zeit frei einteilen oder seinen Lauf oder wie man das nennen will, weil die absolute Laufzeit vollkommen egal ist. Und es hat sehr großen Anklang gefunden. Wir haben für diesen Rennmodus wirklich sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Es hat allen riesen Spaß gemacht. Und ich glaube, es war auch für jeden, selbst für die, die schon viele Rennen gefahren sind und so, war es einfach nochmal eine neue Herausforderung, weil die Anforderung einfach eine ganz andere ist, als das eben normalerweise der Fall ist. Und das war sicherlich ein bisschen ungewohnt für die meisten und was Neues. Und ich denke, damit haben wir ja wieder mal was gefunden, was den Leuten Spaß macht und was auf sehr positive Reaktionen gestoßen ist. Und das ist ja die Hauptsache. Ja, es soll ja den Teilnehmern Spaß machen. Und wir versuchen natürlich immer, möglichst für alle irgendwas zu machen. Das ist ja bei uns immer so, bei allen Veranstaltungen, die wir machen. Deswegen sind wir ja auch von den Veranstaltungen an sich relativ breit aufgestellt. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das jetzt dann weitergehen wird. Und ob das eventuell auch dann der anderen Clubs Einzug finden wird, darauf bin ich schon mal sehr gespannt, weil es wäre mal wieder so klassisch, ja, Idee übernehmen, aber ja, können Sie ruhig machen, wenn Sie wollen, im Prinzip ist es ja egal, wir haben es ja im Prinzip auch abgeguckt, wenn man ehrlich ist. Ja, ansonsten ist jetzt im Camp an sich nicht viel zu sagen. Wir haben noch ein paar Wanderungen gemacht. Die eine Wanderung am Mittwoch aufs Jochat. Auch einer der Berge da rundherum, um Rohengebirge. Wir sind diesmal von der hinteren Seite raufgegangen über die Forststraße, was schon mal deutlich weniger mühsam und anstrengend war. Obwohl es immer noch ordentlich da drauf geht, weil das sind gut 6 Kilometer darauf und ja, ungefähr 500 Höhenmeter, die zu überwinden sind. Über die Forststraße geht das aber, weil es ja gut zu gehen ist und auch die Steigungen jetzt nicht so brutal sind. Am Donnerstag
sind wir dann noch einen der Themenwege hier in Rohr gegangen, Werkstatt Waldwasser. War auch wieder ganz eine nette Runde. Das ist die Runde, die wir normalerweise als Nachtwanderung machen. Die haben wir dieses Mal leider ausfallen lassen müssen, weil einfach das Wetter nicht mitgespielt hat. Aber ja, das ist halt so. Kann man nicht recht viel tun dagegen. Oh, das war es eigentlich im Großen und Ganzen vom Camp her. Wie gesagt, ich bin jetzt noch unterwegs auf die Marienhöhe hinauf. Muss jetzt auch schnell noch ein Foto machen vom Weg, der wirklich traumhaft schön ist. Und werde dann auf jeden Fall oben, wenn ich oben bin, auch nochmal ein bisschen fotografieren. Ich glaube, da habe ich ganz eine gute Aussicht. Jo, ich werde jetzt dann nochmal, wenn es passt, wenn ich entsprechend Material finde, noch ein bisschen meinen Kocher ausprobieren. Also das ist so ein Spezialteil aus einem Crowdfunding-Projekt. Mal schauen, ob dieses Modell funktioniert. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Was das Video angeht, was ich euch am Anfang versprochen habe, weiß ich noch nicht, wann ich das online bringen kann, weil mir momentan mein Tablet ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, weil er mir das Video nicht komplett rendert. Aber da werde ich sicherlich auch noch eine Lösung dafür finden. Das wird aber noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Da ja, muss ich mal schauen, was ich da tun kann. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich marschiere jetzt mal ein bisschen weiter. Und ich werde mich dann noch einmal für ein kleines Fazit und für ja, was auch immer dann noch kommen mag, nochmal bei euch melden. Und da wäre ich wieder mit dem versprochenen Fazit. Und ja, das meiste habe ich eh schon gesagt. Ich bin in der Zwischenzeit schon wieder in München. Das Camp war auf alle Fälle ein Erfolg auf ganzer Linie. Das kann man ruhig so sagen, denke ich. Hat wieder viel Spaß gemacht. Es war wieder eine super Partie beieinander. Und ja, war richtig gut. Ich denke auch der Rennmodus, den wir dann schlussendlich noch Delta Run genannt haben, ist auch ganz gut angekommen. Es gibt in der Zwischenzeit auch schon ein offizielles Logo von uns dafür. Dementsprechend denke ich, wird das auch eine Fortsetzung finden. Und mit dem Logo hat auch unser Prisma mal wieder richtig gute Arbeit geleistet. Ist mal wieder richtig cool geworden. Ja, ich denke, von dem her wird das im nächsten Jahr auf jeden Fall in ähnlicher Art und Weise wieder eine Fortsetzung finden. Und ja, ich denke, war wieder eine gute Idee, die wir da umgesetzt haben. Wir haben sicherlich fürs nächste Jahr dann noch das eine oder andere Optimierungspotenzial gefunden, was wir noch verbessern werden. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ganz gut gelaufen. Jo, in dem Sinne mache ich da jetzt mal den Deckel auf diese Folge drauf und wünsche euch in diesem Sinne alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass rauskommt, bis zum nächsten Mal, euer Chris.
Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at